Alles Gute zum Jubiläum. Wir sind hier in Oberdorf, Waldenburgertal, bei der katholischen Kirche Bruder Klaus. Wir feiern unsere Kirche, die ist 50 Jahre alt. Vor 50 Jahren eingeweiht worden. Und wir dürfen miteinander in dieser Kirche ein Fest haben. Wir müssen geniessen in dieser schönen Kirche. Ich denke, ihr habt auch noch ein paar Fotos von der Kirche. Weil wir so viel miteinander gefeiert haben. Wir haben miteinander Hochzeiten gehabt, Erstkommunion, Firmungen, Gottesdienste. Wir haben aber auch schon Tanz da drin. Wir haben Lotto gespielt. Wir haben, ja. Krippenspiel und alles, was man auch so macht in so einem Kirchenleben. Trotzdem ist auf dem Becher ein wundervolles Süßchen drauf. Es läuft jetzt gerade eine Feierung. Du hast sogar ein Buch dazu in der Hand. Was hat es mit diesen Kirchenfenstern auf sich? Das fällt einem ja auf. Da kann man auch während dem Beten manchmal mit dem Blick drauf verweilen. Es gibt Leute, die sagen, es seien die schönsten Fenster weit und breit. Ein Bijou und leider nicht so bekannt. Der Herr Wenberg, Gustavo Wenberg, hat die zusammengestellt, entworfen und dann auch nicht genau vor 50 Jahren. Als die Weih war, war es noch weiss. Erst später sind dann die Fenster so eingestellt worden. Aber das Schönste an den Fenstern ist, rechts, wenn man reinkommt, ist Altes Testament, ist eigentlich der Schöpfungsbericht. Und links auf dieser Seite dann kommt Jesus. Die Geschichte von Jesus bis zu seinem Tod und der Auferstehung. Etwas anderes gegeben. Ich durfte hier oben bei einem Bild mitmachen. Ah ja, genau. Ja, das ist dann das Aktive. Weil wir haben jedes all paar Jahre machen wir ein Bild mit Leuten. Und das bleibt dann in der Kirche und das hängt dann da. Und dann haben wir gesagt, und jetzt beim Jubiläum machen wir ein neues Bild. Und wir machen auch jedes Jahr ein Motto. Und dieses Jahr heisst das Motto von unserer Pfarrei: Gott liebt es bunt. Und darum dürfen wir mit bunten Schnitzeln ein buntes Bild machen. Bunt, wie wir alle sein könnten. In diesem Moment gehe ich jetzt kleben. Bei mir ist Kinga Bär. Kinga, erzähl mir etwas über das Werk, das hier entsteht im Hintergrund. Die Idee ist, dass dieses Bild kunterbunt wird. Alle, die daran geschafft haben, sollen ihren Namen irgendwo auch notieren. Und das ist ein Gemeinschaftsbild, das dann in der Kirche aufgehängt wird und jeder irgendwie als seines oder als eigenes fühlen kann. Was erwartest du jetzt davon? Du weißt ja jetzt auch nicht, wie das am Schluss rauskommt. Was wünschst du? Das ist eben die große Überraschung. Und ja, ich erwarte, dass es etwas farblich Lebendiges und doch Harmonisches sicher gibt.